So, also, nächster Schritt, Eremiten suchen. Der soll irgendwo hier auf dem Berg hocken. Das ist recht vage. Gehen wir einfach nach da oben, gehen einmal den Bergrücken hier lang. Nee. Die werden das Ganze ein wenig nervig machen. Ich hoffe mal, ich treffe da ordentlich. Jo. Und die Einzige, die verfluchen kann, überlebt natürlich. Okay, hauen, 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 hauen. Prügeln wir uns da durch, was soll's. Oh oh. Das sind ein paar viele. Und ich glaube, die haben gerade irgendwas kaputt gehauen bei ihr. Nö. Nur nochmal Verfluchter. Jo, hier ist nichts. Silver Cove Reisen? Nein. Nein. Wir wollen weg. Wir wollen ganz weit weg von denen hier. Ja. Ich weiß, das sind viele von euch. Und ihr verflucht uns andauernd. Trotzdem wollen wir weg. Um nicht zu sagen, gerade deswegen wollen wir weg. Also, südwestlich Bergrücken folgen. Das sind sehr viele. Ganz, ganz viele rote Punkte. Hier ist kein Bergrücken mehr. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, vielleicht ist es auch im gefrorenen Hochland. Also, wenn wir dem Berg jetzt folgen, dann hatten wir eben gerade die Möglichkeit, ins gefrorene Hochland zu reisen. Ja. Weil hier schon wieder die andere Stadt mit dem Priester Oberhaupt. Oh, okay, lass mich. Ja. Das wäre jetzt peinlich. In der Luft festhängen. Freehaven. Nein, Freehaven wollen wir nicht. Da lang. Also östlich. Östlich von hier. Östlich von Whitecap. Hier. Silver Cove? Nein. Okay. Südlich ist Freehaven, östlich ist Silver Cove, nördlich ist das gefrorene Hochland. Genau. Da, wo wir zuallererst angefangen hatten zu suchen. An der Nordostspitze. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Oh, da ist ja ein Dingens. Den nehmen wir doch mal mit. Ein Obelisk. Klick. Für später, wenn ich dran denke. So, da geht's gar nicht zum gefrorenen Hochland. Was zur Hölle? Wir hatten doch eben gerade hier eine Nachricht bekommen gehabt. Silver Cove. Ah ne, wir sind im gefrorenen Hochland. Nee. Na gut, gucken wir mal ganz kurz hin. Aber ja, hier ist gar kein Schnee mehr. Dafür sind wir alle verflucht und können jetzt nicht entfluchen, weil es zu lange hier ist. Das ist nicht gut. Aha, aber das Fliegen hat wenigstens geschafft. Geklappt. Ja, ganz schön viele. Wow. Ganz wohl nicht. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Und Gargoyles und was weiß ich. Aber genau sind wir hier. Okay, da. Und da war noch ein Schrein oder so. Den sollten wir uns später auch mal angucken. Ja, später ja. Erstmal Tempel. Was bist du? Silberhelmfestung. Das Hauptquartier der Ordensbruderschaft von Silver. Das waren die bösen, guten Jungs. Also die gut. Und zwar so gut, dass sie auch irgendwann auf Unschuldig losgegangen sind. Die werden wir also auch demnächst mal angehen müssen. Aber ja, Prioritäten. Erstmal heilen. Tempel, wo war hier der Tempel? Hier war der Tempel. Können wir behilflich sein? Heilen, 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 heilen. Spenden. Möge das Glück mit dir sein. Achtbar. Wir kriegen das nicht hin, dass wir einen guten Ruf bekommen. Für die Lichtzauber. Ja, okay, wir sind entflucht. Wir würden jetzt gerne zurück nach Whitecap. Mal auf die Karte gucken. Was ist denn westlich von Whitecap?
fliegen. Da. Könnte Kriegsbeier sein, oder? Da war es auch noch ein bisschen kühl. Hier auf der einen Seite der Karte. Gucken wir mal. Kriegsbeier, jo. Und Schnee. Fliegen. So. Besuchen einen Bergrücken, auf dem ein Eremit haust. Also, da ist ein Berg. Zu weit weg, okay. Folgen wir weiter nach Westen. Das ist ein komischer Tempel mit Erdelementaren. Okay. Und Minotauren-Magier und gib ihm. hier werden wir nicht landen. Oh. Ah, da ist ein schöner Berg. Wenn ich ein Eremit wäre, würde ich auf diesem Berg wohnen wollen. Wahrscheinlich nicht. Viel zu kalt. Ha. Sagt die Karte? Die Karte sagt... Mh. Ja, okay, sind wahrscheinlich auf der... Oh, hallo, Drache. Ja, ein wenig außer unserer Liga, denke ich. Also wir könnten es versuchen, aber nee. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Sachen zu tun. Ha, ein Haus. Winter. So, Stormguard braucht ein Wunder wegen dem Wetter, was? Ich habe die ganze Zeit gedacht, Stormguard wäre selbst für das andauernde Schnee verantwortlich. Ich kann den Zauber, der im Winter liegt, leicht brechen. Und wenn du schnell zu ihm zurückkehrst, kannst du sicher dafür die Verantwortung übernehmen. Danke. Eremit, du bist nett. Und wir gehen sogar richtig schnell zurück. Nämlich so. Und fliegen ein Stückchen. So. Genau. Dann haben wir die Ratsaufgabe auch erledigt. Und die Ratsaufgabe für den anderen Herrn hier in der Gegend war ja in der Kanalisation von Freehaven. Halt! Seine Hoheit Erik von Stromgard, Marquis des nördlichen Marschlandes. Winter. Ich sah gerade aus dem Fenster, als das Wetter umschwung und der Schnee verschwand. Ein Wunder, ein echtes Wunder. Aha. So ein Eremit auf dem Berg hat einen mit der Hand geweht, aber na gut. Du hast mir und meinen Leuten einen großen Dienst erwiesen. Sich auf die Brust schlagend. Komischer Kauz schlägt sie auf die Brust und hat eine Armbrust auf seinem Thron. Na gut. Du kannst Erik von Stormguard für immer zu deinen Freunden zählen. Gut. Gut. nächster Schritt. Also, wir haben die Ratsqueste für ihn gemacht. Wir sollten jetzt eventuell die Ratsqueste für einen anderen noch machen. Aber ich hätte eigentlich viel lieber Gold. So Ansehen und so ist ja schön und gut. Oh, warte mal. Aha. Ansehen ist sogar richtig gut. Wir sollten definitiv die Ratsqueste für den anderen auch machen. Ja. Und danach dann die Wolfshöhle, um ein wenig Gold zu verdienen. Klick, klick, klick. Wow. Da geht ganz viel Gold weg. 5 Goldmünzen. Wir könnten uns jetzt nicht mal eine Reise nach Hause leisten. Das ist nicht so schön. Ja, Gold ist echt ein großes Problem momentan. Aber dafür schön viel Level-Up. Sie ist jetzt Level 38. 37, 35, 35. Ja, du lernst. Kondition. Damit du Experte bekommen kannst. Körper. Und die nächsten Stufenaufstiege nochmal Körper, damit sie das auf Meister bekommt. Du. Schatten. Damit wir die nächsten Stufenaufstiege auch auf Meister bekommen können, wenn wir dann irgendwann ganz schlechten Ruf haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen es einfacher hin, einen schlechten Ruf zu bekommen. Da müssen wir nur wahllos Morden durch die Gegend ziehen. Also, das ist nicht wirklich so schwierig. So, du hast immer noch 38 Punkte. Ja, die werden, wie gesagt, auch bewahrt. Ja. Haben wir irgendwo Kinkerlitzchen da? Was kann ich dir bringen? Verkaufen. Den Ring. Danke. Komm bald wieder. Du sollst
Verkaufen das und das. Jetzt haben wir wenigstens ein wenig Taschengeld. Freehaven, huh? Ja komm, wir sollten das schnell machen, solange wir noch einigermaßen guten Ruf haben. Damit wir hoffentlich dadurch noch besseren Ruf bekommen und irgendwann Lichtmeister werden können. In die Kanalisation kamen wir durch sehr viele Privathäuser. Hallo, wie geht's? Das ist leer, obwohl da unter dem Bett irgendwas hervorlugt. Also ja, ganz viele Privathäuser. Wir werden jetzt also einfach wahllos durch die Gegend gucken. Schön, dass du da bist. Gucken. Wie geht's? Wie geht's? Haha. Abwasserkanal. Du Segen. Du Fackellicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, hier sind Diebe. Diebe sind meistens ein gutes Zeichen dafür, dass sie auch Gold haben. Das ist ja schließlich deren Job, Gold zu bekommen. Dann klauen wir einfach deren Gold. Oder nehmen Ratten aus, um Ringe zu looten. Nichts drin, nichts drin. Nichts drin, nichts drin. Hallo. Warte mal. Du zaubern. Heldentum, du. Na komm, Tag des Schutzes. Gar nichts. Du. Dina. So. Jetzt werden wir hoffentlich nie wieder irgendeinen Zauber sprechen müssen, weil das hier drin alles Pipifax ist. Ja, wir können nicht besonders schnell angreifen, das ist noch ein Problem. Also die Reaktion unserer Helden ist nicht so hoch. Oh. Weg, 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 weg. Nee, Müllhaufen. So tief gesunken sind wir dann doch noch nicht. Dass wir jetzt Müll... Oh, Barra-Anhänger. Weg mit euch. Weg, weg, weg mit euch. Yeah, raus? Nee, ich will nicht raus. Ich will hier unten einen Prinz der Liebe finden. Und am besten noch ein Räuberlager mit ganz viel Gold. Das wäre ja schön. Oder den Tempel von den Jungs hier, wenn sie denn einen hier haben. Klick. Das geht echt schön. So, was haben wir hier? Ganz viele blaue Tränke. Keine Geheimgänge? Nein. Nur noch ein Ausgang. Ja, es gibt hier ziemlich viele Ein- und Ausgänge, aber ich denke mal, immer schön rechts der Mauer folgen, finden wir nach und nach ein paar davon. Und danach können wir uns halt drinnen umgucken. Du hast dir das beiseite gelegt. Was? Du hast etwas gefunden, das beiseite gelegt wurde. Ein Schlüssel. Autsch. Gold, autsch. Und das war's. Jo, das bitte einmal gegenheilen. So. Und hier sind sehr viele Ratten. Weg, 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 weg. Habe ich gesagt, sehr viele? Ich meinte sehr, sehr viele. Du zaubern Inferno. Das waren sehr viele Ratten. Ja, der Spruch ist echt schön. Was liegt denn da hinten rum? Heiltränke? Jo. Okay. Will ich nicht meckern. Die muss ich normalerweise im Laden kaufen. Oh, ein Plattenpanzer. 1400 Gold. Will man nicht meckern. 1000 Gold. Okay. Sehr einfache Gegner. Und guten Loot. Okay, das ist ein Knüppel, ne? Ja. Ein Gold. Ich ziehe das im guten Loot zurück. Teilweise guter Loot. So, ich wollte aber eigentlich rechts an der Wand lang. Und die alle durchsuchen, ob da auch noch irgendwas drin ist. Nein, 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 okay.
Hier sind ganz schön viele Abflussgitter. Und wir greifen auch nicht jedes Mal rein, wir gucken erstmal rein. Wir greifen nur rein, wenn wir was sehen. Also nicht, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass unsere Helden bis zu den Fußspitzen sich da reinstopfen und alles nach ein, zwei Goldmünzen durchsuchen. Nee, sowas machen die nicht. Ah, ganz schön viele. Aber das da hinten schien eine Ausnahme gewesen zu sein. Die drei, viermal Gold und der Schlüssel. Ja, gut. Okay. Ist doch ein wenig verbreitet hier. Hm? Und wo sind die ganzen Buffs hin? Weg. Das geht schnell. Also die Buffs, die verschwunden sind. Die halten aber Tage, ne? Ja, 12 Stunden, okay. Nix. Das da. Das müsste doch eigentlich auch tierisch lange halten. Okay, ein Tag, 11 Stunden. Das ist bestimmt nicht abgelaufen. Das ist das Einzige, was abgelaufen ist, ist Heldentum und Segen. Weg. So, was haben wir da? Müll. Geheimtür? Nein. Okay. Du. Hey, du. Ah, da lauert wer. Weg. Oh, eine Kiste. Ich mag Kisten. Und Gold ist auf dem Fußboden. Die ist auch nicht schlecht. Auch wenn der Fußboden hier nicht so wirklich appetitlich ist. Ich hab's. 1660. 450. Fast gar nix. So, du musst auch noch mit. Du eine Gruppenheilung bitte. Es wird hier immer größer hier. Oh. Aber diese Ansammlung von Gegenständen da am Westen ist ein gutes Zeichen. Das könnte das Lager. Oh. Könnte das Lager von denen sein. So, weg mit dir. Weg mit euch. Wie komme ich da nach Süden? Ah. Das müssen wir uns mal genauer angucken hier.